Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute mal ohne Selfie-Stick, dafür mit einem Haufen Lektüre. Heute haben wir für das Republic Domain machen wir Salat Waldorf. Und in den Waldorf-Salat. Also, eigentlich geht es ja nicht unbedingt um den Waldorf-Salat, so könnte man aussehen. Es geht um den Oskar Tschirky. Der Oskar Tschirky ist am 6. November 1950 gestorben. Das heisst, alle seine Rezepte, sein Cookbook auf Oskar Tschirky, 803 Seiten, gell? Ist jetzt eigentlich frei zur freien Verwendung. Also man darf das auch remixen und etwas daraus machen. Und ich habe mir gedacht, anstatt das zu remixen, was ja heute auf jeden Selleriesalat mit Ananas und was weiß ich nicht, was noch alles drin ist, machen wir mal das Originalrezept und dann mal schauen, wo man ein bisschen schrauben kann. Weil es ist eben schon so, also da steht da irgendwo das Küchenlexikon, da steht Waldorfsalat, zwei kleine Würfel, der Streifen von rohem Knollensellerie mit zwei Knäpfeln. Also die schreiben den Namen ab irgendwie. Der berühmte Waldorfsalat wurde in den 20er Jahren im New Yorker Waldorf Hotel Astoria kreiert. Ja, das stimmt alles, das ist alles. Dann kommen wir auch wieder zu einem Klassiker, das Buch ist gebraucht. Top-Einsatz hat es gehabt und da ist eben auch Sellerie-Julienne mit Apfelwürfeln mischen und mit Mayonnaise anmachen. Nusskernen und Ananasstücken garnieren. Bemerkung, jetzt wird es interessant, oder? Original werden Stangensellerie-Würfel verwendet. Aha, also. Peel two raw apples and cut them into small pieces, say about half an inch square. Also cut some celery the same way and mix it with the apple. Be careful not to let any seeds of the apple to be mixed with. The salad must be dressed with a good mayonnaise. Gehen wir mal gut posten. Also eben, ich habe jetzt noch Stangensellerie. Für Garnitur, mit dem wenn wir dann gerade anfangen. Frische Kresse und Brunnenkresse. Portion mal zusammengemischt mit der leichten Mayonnaise. Mit Joghurt ist besser, mit Magerquark nicht so gut. Und das ist wunderbar. Auch Story, ich kann sie wissen. Ja. Mit meinem Salat. Und eben jetzt auch Verbindung mit meinem Salat. Mal, he? Oskar Tschirky, ein ganz gutes Rezept machen. Republic Domain, weil der Küchenchef von Astoria Waldorf von New York ist 1950 ist er gestorben. Das heisst, 70 Jahre sind vorbei und wir dürfen jetzt den Waldorf-Salat, also als Rezept von Tschirky, dürfen wir ein bisschen interpretieren. Ohne Ananas, ohne was noch alles da beigemischt wird, sondern einfach nur Stangensellerie mit Äpfel. Ein guter Miteinander, gell? Bravo! Vorstand von der Chaine de Rocquefort, Bayage de Soleur. Und wir haben das als Zwischengang gehabt, der Salat Waldorf. Also das war es auch schon vom Daily Vlog. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell?